Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Octagon MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audidome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audidome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de. Polotěžká váha nabídne fantastický duel dvou vynikajících postojářů a stále ještě vlastně mladých prospektů v MMA. Daniel D.D. Škvor a proti němu po zranění vracející se Jorik Montaňák. Škvor, kickboxer a proti němu Montaňák, boxer. Všetci tušíme, aký súboj nás asi čaká. Daniel Škvor naposledy na štvanici ukončil Strompo Ulisa tvrdým kolenom už po 49 sekundách. To koleno bolo absolútne vražené. Miláčik domáceho publika, ktorého sa chystá zastaviť Jorik Montaňák. Montaňák sa vrací po nepříjemném pádu na motorce. Ten znamenal zlomeninu klíční kosti a dlouhé léčení. Montaňák ale hlásí, že je zpět v plné formě a na Škvora si věří tak, že kvůli tomuto zápasu odložil dovolenou. Obaja si po tomto zápase můžu siahnout na titulovou šancu. Který z nich to bude? Interessanter Kampf zu sein. Oh ja. Daniel Škvor gegen einen Kickboxer. Absolut. Daniel Škvor hat, wie ich gelesen habe, ich hab ihn auch schon mal kämpfen sehen. Er hat bei Glory gekämpft, ist ein versierter Kickboxer, ungemein gefährlich. Hat zu MMA gewechselt, MMA gewechselt, steht 5:1 gerade. Läuft gerade in den Cage rein. Ja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ja, der Mann hat früher bei Glory Kickboxing gekämpft. Also das ist die Champions League, die wir im Kickboxen haben. Und er hat sein Striking jetzt auch schon wirklich erfolgreich ins MMA mit implementiert. Das heißt, wir dürfen gespannt sein, ob er wieder seine Strikes und seine gefährlichen Knie auspackt. Damit hat er Strom Politz letztes Mal einfach ausgeschaltet. Mit einem Kniestoß zum Kopf war die Sache erledigt. Und also die Clincharbeit von ihm ist wirklich sehr, sehr stark. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Langdistanz kann er sich wirklich gut durchsetzen. Ja? Er stirbt oft mit wilden Angriffen und Schlagseiten nach vorne, aber wir hoffen mal, dass er die Angriffe so ein bisschen mehr zusammen koordiniert hat, aber wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr. Absolut. Kommt er gerade aus einer Siegesserie, hat seine letzten Kämpfe alle gewonnen. Es müssen jetzt 5 in Folge sein. Und meistens durch Knockout. Frühzeitig. Also es wurde auch gemunkelt im Vorfeld, dass Daniel Škvor noch krank ist oder noch krank gewesen ist und dass er kurz davor war, den Kampf abzusagen. Und das sollte man als Kämpfer natürlich möglichst nicht machen. Das ist immer ein sehr gefährlicher Cocktail. Aber der ehemalige Glory-Contender hat sich hier bei Octagon mittlerweile sehr gut etabliert. Und hier ist nach längerer Abwesenheit wieder zurück Jorik Montaňák aus Frankreich. Wir haben es schon angesprochen, beziehungsweise es wurde vorhin im Trailer erzählt.
Der Mann hatte im Frühjahr einen Motorradunfall, hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und musste das Ganze natürlich erstmal lange ausheilen lassen. Er kommt aus dem Boxen, das heißt auch er hat einen Background im Striking. Ist körperlich super, super stark. Der schmeißt teilweise Gegner mit harten Slams rum, auch wenn die viel größer und schwerer sind als er. Aber bisher hat er alle seine Fights durch Unanimous Decision gewonnen. Keine vorzeitigen Finishes bis dahin. Da ist aber wahrscheinlich die Schlaghärte eher bei Squaw, der gefährlicher für einen Knockout ist. Ja. Der Yorick Montagna ist aus dem chinesischen Boxen. Das habe ich irgendwo mal gelesen, dass er aus dem chinesischen Box kommt, ist dann zu Boxen gewechselt. Hat durch seine Körpergröße, der ist ja nicht sehr groß für einen Light Heavyweight, hat eine enorme explosive Art zu kämpfen. Und das könnte es natürlich auch sehr gefährlich machen für den Gegner, Daniel Squaw hier. Ja. Also man sieht ihm aber die Nachwehen dieses Motorradunfalls schon noch an. Er war früher deutlich massiver, er hatte viel mehr Kilo auf den Rippen, auch wenn er in derselben Gewichtsklasse antritt nach wie vor. Aber ich glaube, das ist nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Hoffen wir mal, dass er sich trotzdem gut von seinem Sturz regeneriert hat und dass er heute hier wieder richtig an den Start gehen kann. Ist ja genau ein Jahr jetzt Auszeit gewesen vom letzten Kampf zu dem heutigen Tag. 13 Monate circa. Die Frage ist, ob der trotzdem frisch in den Kampf reingeht, keinen Ringkost hat, wie man das so sagt. Yes. Deutlicher Größenvorteil hier bei Daniel Squaw. Gewicht ist natürlich identisch, auch ähnliche Kampferfahrung. Auch wenn wir natürlich bei Daniel Squaw sagen müssen, die Kickbox-Kämpfe müsste man da eigentlich irgendwie mit berücksichtigen. Ladies and gentlemen, our next contest is Lion Heavy Bout. It's scheduled for 3 5-minute rounds. The referee in charge of this bout is Gerd Richter. Let me introduce you both fighters and we will start in the blue corner. He is 33 years old, stands 194 centimeters tall, weighted in at 93.4 kilo. Represent Reinders MMA and the coaches in his corner are Andre Reinders, Victor Shebak and Patrick Balok. Professional record of 6 fights, 5 wins, only 1 loss. Representing Neruda Cup team, 7 Group Energy. And fighting out of the Czech Republic, Daniel Didi Skor. In the red corner, he is 29 years old. Stands 188 centimeters tall, weighted in at 93 kilo. Represents Warin team, and the coach in this corner is Daniel Warin. Professional record of 4 fights, 3 wins, and only 1 losses. Fighting out of the France, Yorick Publius Montagnac. Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please, and step back in your corner. Unser Referee in der Mitte, Gerd Richter, gibt den Kampf jetzt frei. Und jetzt kann es auch schon wieder schnell gehen, denn die Leichtschwergewichte bis 93 Kilo sind am Start. Yorick Montagnac in der schwarz-gelben Hose und Daniel Squaw in weiß-gelb. Oh. Also wie gesagt, wir haben hier einen Boxer gegen einen Kickboxer. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass dieser Kampf über die volle Distanz geht, auch wenn Yorick Montagnacs Kämpfe bislang immer von den Judges entschieden wurden. Und auch hier wieder, man spürt die Spannung in der Halle. Da knistert es wieder richtig. Sehr schnell. Oh! Was für ein Schlag! Wow! Und das war's! Das ist unglaublich. Das Ende in unglaublich. Runde 1. Unglaublich. Unglaublich. Erste Runde 9. Daniel Squaw weiß gar nicht, was los ist. Unglaublich. Er denkt, der Kampf geht weiter. Squaw ist noch gar nicht da. Wow! Er hat noch nicht verstanden, dass der Kampf zu Ende ist. Wow! Unglaublich. Yorick Montagnac. So schnell ging's.
Da sagt man, er hat keine Schlagkraft. Krachend, krachend. Er hat eindeutig gemacht. Holy moly! Unglaublich, unglaublich. Alex Tor ist fassungslos. Er sitzt gerade auf dem Boden und weiß nicht, was passiert ist. Bei dem ist das, in seiner Realität ist das noch nicht abgekommen. Absolut. Das ging viel zu schnell. Das ging viel zu schnell. Dieser Schlag hat präzise gesessen. Wir werden es gleich in der Zeitlupe sehen. Unglaublich schnell. Crazy. Oh. Hier sehen wir es nochmal. Rechts angesetzt, linke Cross die Stadt. Und dann auch einfach konsequent nachgesetzt hier von Montagna. Einmal fest gelandet. Ja, und dieser Haken. Linke Haken mit der Schlaghand. Dann das Ende besiegelt. Unglaublich, unglaublich. Hätte ich nicht erwartet, dass es so schnell geht. Ja. Daniel Suarez ist ein erfahrener Standkämpfer, erfahrener Kickboxer. Ja. Viele Kämpfe gemacht. Wahnsinn. Irgendwas bei 60 Kickboxkämpfen. Wahnsinn. In diesem Sinne, willkommen zurück, Jorit Montagna. Ich glaube, ja, das war eindeutig. Ganz gut erholt. Jorit Montagna hat bewiesen, dass er hier im Cage zu Hause ist. Wow. Crazy. Das ist echt wirklich wild und verrückt. Wahnsinn. Ladies and gentlemen, the referee has called a stop the action after 38 seconds in the first minute of the first round. And the winner is Jorik Publius Montagnac. Wahnsinn. Schade für deine Score. Hat leider nicht gezeigt, nicht geschafft zu zeigen, was er in den Fäusten hat. Jurik, das war dein erster K.O.-Sieg. Wir haben einen harten Kampf erwartet. Aber wie süß ist dieser Sieg für dich? Daniel Skvor zu besiegen, so schnell. Ich möchte gerne den Titel gewinnen. Was für eine schöne Antwort. Das hat mich jetzt überrascht, mein Freund. Was soll ich dir sagen? Ja, mach das aus seinem Mund raus erstmal. Okay. Du übersetzt das, alles klar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wer ist der Champion? Weißt du das? Wir sind jetzt alle ein bisschen verwirrt. Also mal schauen. Vielleicht noch eine Frage. Ich bin jetzt wirklich überrascht. Also bitte, übersetzt das. Vielleicht, also Rafael Xavier konnte heute nicht kämpfen. Rafael Xavier ist heute hier mit uns und Rafael Xavier möchte kämpfen. Und jetzt fällt mir ein, dass das in München vielleicht gehen würde. Also wäre das jemand für dich? Oui, évidemment, il faut me laisser un petit peu de temps. J'ai beaucoup de choses à faire, je vais me concentrer pour lui. Et ensuite, c'est parti, let's go. Auf jeden Fall. Ich werde alles dafür tun und ich werde mich super gut vorbereiten und werde mein Bestes tun. It's official. Next year, the welterweight tournament will happen, the Tipsport Game Changer. On March 4th in Ostrava. We return to the place where the best Octagon tournaments are held. This is the biggest thing ever to happen to Octagon. With a special atmosphere that you have to experience to feel it for yourself. This has been a night that will go down in history, will be remembered forever. The toughest city in the Czech Republic will host the opening round of the Octagon Tipsport Game Changer Tournament.
16 elite warriors from all over Europe will compete for their share of 1 million euros. Ostrava will ignite once more as we welcome Hungary's number one fighter. One of the most experienced, just one of the highest fight IQs. Mate Kurtis, the German warrior. Body shot, the dick to the body, heavy right. Christian, well. The Celt Youngblood. The Brazilian Predator. Apollo Silva, the Serbian Prometheus. Oh, that's him. That is hurting, this could be it. Bojan Velkovic, the middleweight champion. Oh, look at this. Patrick Kinzel, the German superstar, Christian Eckelin. Fighting out of Ostrava, one and only. Oh. David Kosma, plus many other elite gladiators from across Europe. Yeah. Coming on 4-3 in the Ostrava Arena. Tickets available on Ticket Portal. Give the gift of adventure.